Nee, jetzt keine Angst, keine Angst. Ich fange jetzt nicht wie Bibi an zu singen und versau mir die ganze Karriere hier auf YouTube, indem ich irgendwann in 100 Jahren mindestens, ich sag mal, mindestens, was sagen wir? 500 Abonnenten habe. War ein Scherz. Okay, also liebe Leute, ich habe eigentlich gedacht, vor lauter Update-Videos, die man überall nur noch sieht, bringe ich mal etwas über den Clan. Es hat sich eine ganze Menge verändert im Clan drin und ich wollte eigentlich ein paar nette Angriffe zeigen von unseren Jungs und Mädels, die wir drin haben, die sich wirklich Mühe gegeben haben, weil doch eine ganze Menge an Leuten raus ist. Warum und wieso habe ich wirklich ausreichend erläutert und es tut mir auch um einzelne Leute auch wirklich leid, aber es ist mal so, wenn sie meinen, sie müssen woanders ihr Glück finden, dann sollen sie gehen. Es hat keinen Sinn, die zu halten oder irgendwas zu machen oder eben auch zuzulassen, dass irgendein Quatsch gemacht wird im Clan. Okay, es geht also los. Los geht's mit dem Angriff von Mabot, der im Endeffekt mir sagte bei diesem Angriff, ach, meine Truppen, die reichen dicke, die ich hier habe. Er griff also die 3 an, nachdem er die, glaube ich, die 1 probiert hatte, aber da wirklich richtig verkackt hat. Okay, ich habe mir gedacht, okay, dann nimm mal die 3, den Angriff auf die 3 auf, weil es so lustig war. Also wie gesagt, hier diese Kobolde und alles rum und dran und diese, ich sag mal nur Barbaren und so weiter, die ihr einsetzt, reichen völlig aus, um diese gar nicht so schlechte Base hier total am Arsch zu machen, auf Deutsch gesagt. Also der rauscht darüber, das glaubst du gar nicht. Und besonders in der beschleunigten Version, das heißt also in dem Moment, wo ich schneller stelle, sieht man wirklich, wie das ratzfatz geht. Wir werden auch ich werde auch in allen Clips, die jetzt danach folgen, von den Angriffen natürlich dann beschleunigen, weil sonst wird es dann zu langweilig, dem dann zuzugucken, weil, gut, das haben wir alle schon mal gesehen, wie so ein Mäuerchen kaputt gemacht wird, so ein Minenwerfer kaputt gemacht wird oder was auch immer. Also hier, geiler Angriff, seine Kobolde mischen da richtig kräftig mit, er hat Gruppen ohne Ende noch übrig und macht natürlich 3 Sterne. So, da haben wir den René, der immer besser wird, natürlich auch ab und zu aufgrund seiner nicht so starken Truppen, das muss man ganz ehrlich sagen, scheitert bei manchen Gegnern. Aber wie gesagt, er macht es immer besser, er passt auf. Natürlich, hier hätte er besser, meines Erachtens, die Leute locken müssen. Okay, jetzt geht's einigermaßen, aber vorher lässt er natürlich seine Leute da grillen. Und was natürlich total schade ist, er verliert also hier schon einländischen Drachen, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5, 6 Magier, was natürlich total ärgerlich ist, muss gar nicht sein. Ein bisschen langsamer, nicht so hektisch angreifen. Lieber René, dann packst du das locker. Und das betrifft natürlich alle anderen auch. Ich weiß, wo ich das erste Mal angegriffen habe, im Clan, in einem anderen Clan, das war bei Dokuyuno, wie das hieß, dieser Clan, wo Maxi und ich drin waren, ganz netter Kerl, der Clan ist ziemlich inaktiv geworden, ich habe mir den mal angeguckt, also wirklich schade drum, weil der Clan-Anführer ist ein richtig guter Typ, ist das, und macht das richtig ruhig und seriös, aber wie gesagt, okay, wenn du nicht die passenden Leute da in dem Clan drin hast, dann wird natürlich nichts daraus. Gut, schade hier bei René, dass er es nicht packt und dass er eben, ich sag mal, bei 2 Sternen da hängen bleibt. Aber trotzdem kein schlechter Angriff. So, dann haben wir Albinator. Albinator greift hier mit verschiedenen Truppen ein. Was mich jetzt wirklich ein bisschen wundert, ist Folgendes. Er lässt unheimlich viel Zeit verstreichen, bis er da angreift und vergeudet wirklich diese wertvollen Sekunden. Also wenn ihr das mal überlegt, wie lange das dauert, bis er da loslegt, das ist schon gewaltige Zeit, die da verstrichen ist. Und meines Erachtens den Golem, der gehört wirklich in die Mitte eingesetzt. Das habe ich euch da gerade mal gezeigt. Nicht da, gerade auf dem Bereich, wo, ich sag mal, nochmal eine Doppelmauer ist. Also die muss er, das muss er ein bisschen cleverer machen. Und da hat er wahrscheinlich nicht richtig geguckt. Oder was auch immer. Er hat letztes Mal gesagt, dass er zum Augenarzt, glaube ich. Vielleicht hängt es wirklich damit zusammen. Also wie gesagt, 20 Sekunden sind hier weg. Bei diesem Angriff ist natürlich wirklich schade. Und wie gesagt, der Golem, der muss durch die eine Mauer jetzt. So, jetzt macht er die Kanone kaputt. Und jetzt geht er zur nächsten Mauer. Hätte er da jetzt, wie gesagt, Magier eingesetzt davor, wäre das bedeutend eleganter gewesen. Und er hätte, wie gesagt, unheimlich viel Zeit gespart gehabt. Man wird dann sehen, dass diese Zeit hinten natürlich ohne Ende hängt. Und ja, man muss natürlich auch gucken, was ist in der Clanburg drin. In der Regel ist es so, je höher, jetzt sieht man es ja schön, je höher man kommt, desto mehr
dicke Drachen, 5er, 6er Drachen sind hier drin, plus eben die Loons, plus eben auch Babydrachen, wir machen das auch, wir setzen die auch da rein, sodass der Gegner wirklich richtig, richtig geschmort wird und nachher wie ein paniertes Hähnchen aussieht. Also wie gesagt, das ist dann auch das Gelbe vom Ei nicht, wenn du den angreifst, weil du verlierst unheimlich viel Zeit, du verlierst unheimlich viel Truppen und wie gesagt, ärgerlich ist dann, dass man seine drei Sterne da nicht packt, was natürlich gar nicht sein muss. Der hätte es hier locker packen können. Ein bisschen vorher überlegt, was hier Sache ist. The Knight of Jail, also wie gesagt, hier richtig toller Angriff von dem. Der greift richtig zuverlässig an. Kam hier mit zwei Freunden rein. Der war der Dirty, glaube ich, und Keeper Purell, oder wie der hieß. Oder heißt, der hier reinkommt, die dann aber einfach sang- und klanglos einfach rausgegangen sind, weil ich nicht verstehen kann. Oh gut, pff, müssen die auch selber wissen. Also wie gesagt, meines Erachtens sollte man eben in einem Clan, also beim, wie gesagt, wenn man so ein Spiel hier macht, kommunizieren können. Wenn man das nicht kann, wird es auch schwierig mit dem Zusammenhalten so im Clan drin. Weil wenn du die Leute nicht kennst, mit denen nicht näher umgehst, nicht mit denen mal ein bisschen nett unterhältst, ich spreche von nett unterhalten, wird das eigentlich auf Dauer mit dem Clan auch nichts werden. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, das Thema hat man aber wirklich schon. Also ich fand den Angriff hier richtig gut. Der hat also mit einem Hieb, hat er das locker gepackt, mit seinem Erdbebenzauber, wie gesagt, drei Mauern platt zu machen. Was natürlich auch richtig gut ist, da musst du richtig hingucken und musst richtig planen. Und dann dieser Angriff ist wirklich durchgezogen bis ins Letzte. Der macht hier in diesem Angriff locker drei Sternchen. Also Hut ab, nicht schlecht. Und das sind so Leute, die wir im Clan haben, die immer besser werden und auf die auch Verlass ist, der eben auch sagte, okay, wenn wir der Clan kriegen, ist bitte darauf achten, dass wir Leute damit reinnehmen, die auch angreifen. Gut, da kannst du natürlich nicht immer dafür sorgen, ich kann ja nichts dafür, aber ist mal Freaky auch gut. Ein guter Angriff hier, der greift die gegenüberliegenden Gegner an, also einen Spiegelangriff macht er, wie man so schön sagt. Die andere Nummer 7 macht das auch gut, indem er eben die Drachen hier gescheit einsetzt. Was mich wirklich erstaunt ist, dass die Drachen wirklich ausnahmsweise mal richtig gut fliegen. Meistens ist ja so, die fliegen eine Scheiße zusammen. Das sagst du auch, lieber Gott, also Mensch, jetzt mach doch mal die Luftabwehr kaputt und alles drum und dran. Hier machen's. Der gegnerische Drachen wird auch platt gemacht. Ist auch ratzfatz weg. Also das passt hier richtig gut. Und die Drachen orientieren sich auch relativ schnell in die Mitte. Und hier kommt jetzt nochmal die Abwehr. Was hatten die da drin? Hatte der wirklich nur den Drachen und noch was? Weiß ich jetzt gar nicht. Nun da drin gehabt. Aber Drachen machen wirklich alles platt. Es geht ratzfatz. Und locker macht der da drei Sterne. Also da wirklich gut. Super. Sehr entspannt der Angriff. Und locker drei Sternchen geholt. Zeit reichte auch hinten und vorne, sodass es wirklich klappte und 100% erreicht. Was jetzt hier interessant ist, war, das habe ich festgestellt hier bei dem Angriff, müssen wir aufpassen, hier wird der Mauerbrecher losgeschickt, um anzulocken. Guck mal. Paff! Kaputt ist er. Und was mich dann in dem Angriff, den könnt ihr jetzt sehen, wundert, der ist linke Seite rangegangen, der Mauerbrecher, aber rechts greift jetzt Michi an und lockt ihn ja nochmal. Also links, buff, kaputt. Jetzt kommt er rechts. Links kommt er auch nochmal, aber rechts greift er so an, dass der Drache jetzt angelockt wird. Was ja clever ist, was so richtig ist. Also der Drache oder was auch immer in der Clanburg drin ist, muss rausgelockt werden. Das macht er hier ordentlich. Das macht er richtig gut. Wenn ihr mal guckt hier, also besser, viel besser kannst du es eigentlich gar nicht machen. Der Drache ist hinüber mit relativ wenig Verlust. Und seine Drachen stellt er hier schön in eine Reihe auf und setzt danach auch noch die Ballons, also die Loons ein. Also Hut ab, also wirklich schöner, ruhiger, ja, überlegter Angriff, der also auch jetzt mit dem Einsatz von dem Wutzauber absolut passt, weil die Geschwindigkeit wird ja gesteigert durch diesen Wutzauber. Und wo ich das gesehen habe, ich kannte den ja vorher nicht, der Michael, der kam ja rein und hat sich da vorgestellt und hat gesagt, er findet unsere Videos ganz nett. Das ist nie ein Grund, weswegen wir dann reinlassen, aber wenn einer nett schreibt und wo wir sagen, okay, der könnte ja passen, dann lassen wir den natürlich auch rein. Aber Michael macht sich richtig gut hier und ja, toll, macht Spaß, dem zuzugucken und macht auch Spaß, mit dem ab und zu mal zu chatten. Also muss man ganz ehrlich sagen. So, was habe ich jetzt noch? Muss ich gerade gucken, was habe ich denn da noch gemacht? Okay, dann habe ich jetzt noch mal kurz eine Übersicht über den Clan gemacht, wen wir da alles neu drin haben. Und das ist dann einmal der Simon,
Simons Max Base, hat er gesagt, okay, den Namen hat irgendein Kumpel oder was auch immer gemacht und er wollte noch erklären, warum. Aber wie gesagt, manche würden sagen, Rusher oder was auch immer, ist Quatsch, Blödsinn. Also wie gesagt, eine Base, die ja am Aufbauen ist und muss nur aufpassen, dass er eben jetzt nicht nochmal das Rathaus höher macht, dann nützt er im Clankrieg gar nichts, weil er ist dann wirklich zu schlecht für dieses Ding. Also wie gesagt, mach einfach langsam, baue es sanft aus. Dann kam Michi, wie gesagt, noch rein. Den gucken wir uns auch mal gerade an. Und der kann natürlich jetzt ohne Probleme seine Base noch verbessern. Also das sollte er mehr so ein bisschen Karree, also quadratmäßig das machen. So, zu guter Schluss kam noch Algrip wieder rein, der also bestimmt anderthalb Jahre nicht mehr hier drin war, glaube ich. Und ja, was lustig ist, also seine verschiedenen Mauertypen, die er hat. Er hat eine Mauer Level 3, er hat eine Mauer Level 5, er hat eine Mauer Level 6, er hat eine Mauer Level 7. Was hat er noch? Ich meine, fehlt nur noch Mauer Level 8, die suche ich gerade, ne, hat er nicht drin. Okay. Also hat alle Mauerntypen hat er vereinigt. Wahrscheinlich sagt er sich, ich will die alle mal sammeln für später. Ne? Man weiß ja nie, was kommt. Wenn schlechte Zeiten kommen, dann biete ich die eben billig an. Ich weiß nicht mal. Algrip, kannst du mir ja mal in den Kommentar schreiben, was du dabei denkst. Okay. Tja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verabschiede mich schon wieder an dieser Stelle. Wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.